Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Astroneer. Und der gute Mann ist auch gerade gelandet. Das ist doch wundervoll, oder? Ja, so muss das sein. So muss das sein, ja. Was wollten wir abbauen? Genau, wir wollten in der letzten Folge das Kupfer abbauen, was hier hinten normalerweise rumliegt in diesen blöden Kugeln. Oder hast du das schon gemacht? Nee, noch gar nicht. Ich sehe es nämlich gerade, hier hängt es nämlich. Kann ich das einfach mal packen? Harz ist da noch drauf. Das kann ich mir drauf machen, aber hier das Kupfer, was musst du mitnehmen? Ich kann es nicht mehr mitnehmen, weil mein Rucksack voll ist. So, dann muss ich jetzt erstmal zurück in die Base. Weil voll ist voll, ne? 8 Plätze. Wir brauchen irgendwie so ein Zwischenlager oder sowas. Das wäre ganz nice, damit wir nicht einfach alle... Ich weiß nicht, ob das verschwindet nach einer Zeit, wenn man das einfach auf den Boden legt, das ganze Zeug. Das wäre auch gut zu wissen, sag ich mal. Das weiß ich leider nicht. Und ach, der braucht jetzt diese Energy, ne? Hast du nicht in der letzten Folge irgendwie ein Energieding da drauf getan? Ja, aber nur eins. Aber da ist jetzt gar nichts drauf. Das gibt's nicht, ey. Das Problem ist, ich habe hier richtig gute Sachen. Aluminium, Erz, dann habe ich hier Kupfererz und Treibstoff, was wahrscheinlich auch sehr wichtig ist. Das will ich jetzt nicht einfach auf den Boden schmeißen, weil nicht, dass wir dann irgendwie das Zeug brauchen und dann verschwindet das. Ich lasse jetzt immer erstmal das Harz da auf dem Boden liegen. Gucken wir mal, wie lange das da verbleiben kann. Eventuell, müssen wir mal gucken. Das Kupfer hast du auf jeden Fall mitgenommen. Jo, ich baue das noch ein bisschen was ab. Aber das ist echt nur in diesen Kugeln da. Ob das jetzt irgendwie was mit dem Absturz zu tun hat, ich weiß es nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Das ist auch eine gute Frage. Du bist ja schon weit weg, ey. Ja, ich habe auch keine Dinger. Ich habe gerade Sauerstoff aufgenommen. Jetzt habe ich Energie abgebaut. Ja, ich merke, du hast hier den Sauerstoff leer gemacht. Das Ding, ey. Was ist da hinten? Das Gelbe? Ist das Energy? Ja, genau. Habe ich auch leer gemacht. Nein, Mann, ey. Verdammt. Ich krieg ja hier gar nichts ab, ey. War das echt leer? Leerer als leer, ey. Verdammt. Ich guck mal hier noch kurz in der Umgebung. Hier sind noch fette Berge. Ich wette, in den Bergen ist Alu. Das gelbe Zeug hier, ist das auch nicht Energy? Das ist nix. Das ist einfach nur dummes Gras, ey. Oh, ich muss zurück, ey. Ich muss zurück. Fuck, 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 fuck. Ich baue eben Verbindungen, warte, weil... Auf jeden Fall, ey. Ich komme dir entgegen, ey. Wo bist du denn? Ich sehe dich noch nicht mal. Musst du mich sehen. Ich komme dir gerade entgegen. Ich habe noch 25% Sauerstoff. Da vorne kommst du doch schon. So. Erstmal schön aufladen. Dann gehe ich mal da hinten hin. In die Richtung. Du kannst mir folgen und die Dinger bauen. Vielleicht sehen wir ja irgendwas Interessantes. Aber im Moment ist alles so grün. Wir sind echt auf einem ziemlich grünen Planeten gelandet. Nicht wie am Anfang. Ja, in den ersten Folgen waren wir ja auf einem ziemlich tristen Planeten. Das war irgendwie so traurig. So, oh, was ist da vorne? Was ist denn hier vorne? Ich habe noch 50% Sauerstoff, ja. Ja, musst du mir entgegenkommen. Ich kann nicht so schnell aufbauen. Ich habe hier aber irgendwas Interessantes gefunden. Verdammt. Komm. Jetzt habe ich noch 25. Boah, ich bin ja voll weit weggelaufen. Verdammt. Ich habe auch nichts mehr, was ich aufbauen kann, weil bei mir... Wird voll knapp, Alter. Ich habe kein Gemisch mehr. Da vorne liegt doch Gemisch. Guck mal, da vorne. Wo ich gerade hingucke. Da hinten ist Gemisch. So, dann gucke ich jetzt nochmal, was da vorne genau ist. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Irgend so eine komische Pflanze, aber... Oh, warte. Ne, das sind Wolken. Ich dachte schon, da ist wieder... Oh, da vorne ist auch noch was. Können einfach hier mal Löcher reinmachen in den Boden. Das ist voll witzig, ey. So, was ist das hier? Unbekannt schon wieder. Ich muss das so richtig frei machen, ne? So muss das sein. Hä? Was ist das denn? Das sind immer so komische Bälle, ey. Ich muss hier das Zeug erstmal richtig freilegen, das scheiß Ding. Du wirst mir nicht mal angezeigt, wo du bist. Ich laufe jetzt auch einfach irgendwo hin. Moment. Ich kann nur raten, wo du bist. Ich bin Richtung Berg gelaufen. Ach, da bist du. Ja, okay, dann sehe ich jetzt wieder. So, warte mal. Ich muss jetzt... Ich habe das Zeug da rausgeholt. Sehr guter Mann. Gut. Oh, das war zu weit. Das eine Ding. Na, das habe ich gesehen. So, guck mal. Ich habe hier irgendwas gefunden. Was ist das hier schon wieder? Irgendein... Ah, das ist blöd natürlich, wenn wir kein Auto haben. Da hätten wir das aufs Auto laden können, weißt du? Und dann schön mitnehmen können. Das wäre natürlich viel einfacher gewesen. Da sagst du was. Als wenn man jetzt hier natürlich durch die Gegend läuft. Und da hinten war auch noch irgendwas. Ich glaube, das ist Sauerstoff.
Ich sehe hier gerade viel zum Abbauen. Hier kann man doch abbauen ohne Ende. Ja, aber was? Irgendwas Blaues auf jeden Fall. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Sauerstoff hier, glaube ich, was ich hier gerade abbaue. Da sind nicht mal drei Dinger, ey. Nicht mal drei Wabenteile drin. Dann muss ich versuchen, jetzt mal dieses komische Ungetüm, dieses zurückzubringen. Das ist ja auch wieder Arbeit. Guck mal, wie weit, ey. Das alles zu Fuß mit der Hand schleppen, das scheiß Ding. Ah, Mann. Ich sage, wir brauchen Alu. Der Rest kommt von allein. Der, besonders, der, wenn er das Ding in der Hand hat, dann läuft er irgendwie so komisch. Das sieht so richtig strange aus. Guck, wir sind echt schon so weit weggelaufen, dass wir die Base schon gar nicht mehr sehen. Die wird mir gerade nur so ganz schwach noch angezeigt. Schade, dass ich das Ding nicht irgendwie schmeißen kann. Weißt du, so 30 Meter nach vorne oder 50 Meter. Wenn ich loslasse die Maus, dann fällt das einfach zu Boden wie so ein Sack Nüsse. Scheiße. Ich habe auch gerade die Base gesucht. Ich habe die nicht gefunden. Das ist echt ganz schwach zu sehen. Ja. Das ist der Lab, sowas. Ja, guck mal, wie weit wir schon weg sind, ey. Und das Ding zu tragen hier, das ist Qual, ey. Das ist wirklich eine Qual, Leute. Jetzt habe ich Hartz IV eingesammelt, ich gehe kaputt. Mann, was willst du mit Hartz IV? Ich weiß auch nicht, wir brauchen Alu auf jeden Fall, das ist viel wichtiger. Ist schade, dass man das nicht irgendwie umwandeln kann, irgendwie. Das wäre natürlich nice. So, jetzt haben wir jetzt... Wir brauchen eigentlich mal Energy. Das ist das Problem. Kannst du vielleicht vorbeilaufen bei diesem Energy-Ding-Gedöns, wo du da mal eingesammelt hast? Oder weiß ich, mach das mal. Das war doch hier irgendwo um die Ecke. Naja, um die Ecke war das nicht. Das täuscht, glaube ich. Boah, dieses Laufen, ne? Wir müssen echt mal Fahrzeuge bauen demnächst. Ja, Aluminium. Ja, Aluminium, Kollege. Wo soll ich das hernehmen, ey? Du siehst ja selber, das ist verdammt scheiße schwer zu finden, ne? Leider ja. Verdammt, ey. Ich meine, wir können natürlich einfach in den Berg reingraben und hoffen, dass da mal Aluminium kommt. Am besten einer in der Nähe von der Base. So, ich versuche mal hier ein bisschen. Oh, warte, nicht mal ein Energy-Ding, ey. Oh, wie läppsch, ey. Ich habe hier wieder irgend so eine kranke Höhle gefunden. Ja, kranke Höhle, ne? Oh, nee, das ist ja blöd mit dem Energy. Dass es nur diese sprühenden gelben Dinger sind. Und bis die sich wieder regenerieren, das dauert ewig. Ich kann nicht mal ein so ein Ding zusammen machen. Oh weia, oh weia. Wo ist denn unsere Base? Ich sehe das gar nicht mehr hier auf der Karte bei mir. Ich sehe dich auch gar nicht mehr auf der Karte. Das zeigt er mir gar nicht an. Du bist voll weit weg irgendwie. Ach du Scheiße. Tja, ich bin immer so in der Nähe von diesen Leitungen, sag ich mal. Ja, ich auch. Also da kann mir eigentlich nichts passieren, aber das ist schon... Findest du natürlich auch den Weg nach Hause. Der Planet ist größer, als ich gedacht habe. So. Ja, das ist ja nur ein klitzekleines Stückchen, was du da jetzt untersucht hast, sag ich mal. So, ey, ich weiß nicht. Wir haben irgendwie hier... Uns fehlen einige Sachen. Kupfer brauchen wir, Aluminium, klar. Oh mein Gott, ich habe in den Berg gebuddelt. Auf einmal kommt da eine Höhle bei rum. Scheiße, ja, kann natürlich sein, ne? Weiß man nie. Und die Forschung können wir natürlich auch nicht... Ah, ist das blöd mit der Forschung, dass wir so viel Energy brauchen. Ich kann mich noch gut erinnern, in der, ich glaube, ersten oder zweiten Folge hatten wir so viel Energie. Ich wusste gar nicht, wohin damit. Ich habe auch nicht genau gecheckt, wofür diese ganze Energie ist, aber... Jetzt wissen wir es auf jeden Fall, wofür die ganze Energie ist, aber irgendwie... finde ich natürlich jetzt nichts mehr. So, ich habe hier aber was anderes gefunden. Ich habe hier ein bisschen Sauerstoff gefunden. So... Guck mal, schon mal zwei Sachen. Ah, das sind immer so 2,8. Ah, hier ist. Ja, hier ist. Gut, hier ist Energy. Nice. Ich sehe unsere Base, aber ich sehe dich nicht. Ja, ich bin hier Richtung, keine Ahnung. Leider gibt es hier keine Koordinaten. Das heißt, man sieht es leider nicht genau. Ich habe auf jeden Fall zwei. Geil, ich habe zwei. Ne, ich habe doch, ich habe zwei. Ich habe eins. Ich muss irgendwas loswerden. Komm hier zu mir, ey. Ich habe hier nämlich Treibstoff, den will ich ungern wegschmeißen. Aluminiumerz. Liegt eigentlich noch dieses Harz da, was da lag? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Ohne das Ende. Liegt da noch, das liegt ja, da noch. Da. Diese Bricks. Diese drei Stück hier. Ja, dann verschwinden die ja schon mal nicht. Das ist schon mal nice. Na, ich will jetzt aber auch nichts hier zurücklassen. Doch, den Sauerstoff kann ich zurücklassen. Das ist nicht so wichtig. Dann nehme ich die Energie mit. Komme ich jetzt dahin? Jetzt habe ich nämlich zwei, drei, ich glaube, warte mal, ich habe zwei, ja, drei Energiedinger.
Wenn du noch was hast, dann können wir mal rausfinden, was das für ein Gefährt da drauf ist. Ach du Scheiße, wie viel Kupfer wir für Dings brauchen. Leck mich am Arsch, Junge. Ja, ich bin hier in der Base und ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte voll. Ich bin auch hier jetzt, warte. Ja, hey, ich. Wieso ist denn hier nichts? Das ist komplett leer, das Ding. Nein, der lädt doch hier in der Mitte auf, siehst du doch. Ach so, ah, okay, warte mal. Platzieren wir das mal. Oh, oh. Das war doch schon voll. Zu viel. Ja, der lädt. Jetzt zieht er alles rein. Nein, Mann. Ah, nee, das kannst du wieder wegnehmen. Ja, und wie? So. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Pass auf, jetzt kommt irgend so ein Godzilla oder so. Was ist da drin? Was ist das denn? Treibstoffkondensator, nice. Wir haben irgendein Gerät erforscht. Das heißt, wir können das bauen. Bau das mal hier an dieses Gerät dran. Obwohl, warte mal, ich guck mal hier bei meinem Rucksack. Habe ich nicht. Das heißt, wir müssen das wahrscheinlich irgendwie. Keine Ahnung. Erstmal müssen wir diese Harzteile machen, genau. Und das ist, glaube ich, der. Warte mal, hier vorne ist doch noch Harz. Eben, wirf das da rein. Ja. So, jetzt können wir wahrscheinlich den Treibstoff. Da. Boah! Guck mal. Schon wieder Kupfer. Boah, das Spiel ist echt geil. Du kannst hier forschen, entwickeln. Das ist Wahnsinn, ey. Was geht hier ab, ey? Aber krass. Kupfer, wo kriegen wir das jetzt wieder her? Gute Frage. Kupfer brauchen wir ja schon ziemlich viel. Boah. Allein hier für einen Drucker und so. Ich frage mich, was das Ding überhaupt kann. Ja, scheiß auf den Drucker. Wir brauchen eher die anderen Sachen, ey, damit wir hier wegkommen von dem Planeten, ey. Ja, dann brauchen wir Aluminium auf jeden Fall für Fahrzeuge. Dann müssen wir da in den Berg buddeln, da hinten. Bringt ja alles. Welchen Berg? Wo wir da schon mal waren oder wo? Nee, hier, den gerade durch da. Welchen Berg meinst du denn? Ja, hier, wo ich hingucke, da. Warte, ich muss mal hier ein paar Sachen hier lassen, weil sonst Katastrophe. Haben wir irgendwo Gemisch? Weil. Nee, Gemisch habe ich hier nichts. Ich muss hier erstmal den Hydra ziehen. Ich hoffe, das verschwindet nicht. Das wäre voll bitter, wenn das verschwinden würde. Weil Treibstoff und so ist ja nicht schlecht. So, dann habe ich hier Energy, die kann ich auch hier lassen. So, okay, jetzt bin ich schon mal leer. Das heißt, ich kann jetzt aufbrechen. Ich kann auch Verbindungen bauen, das ist nice. Laufen wir mal zu dem Berg da hinten, gucken wir, was da so Schönes gibt. Scheiße, das ist schwierig, diese ganzen wichtigen Sachen zu finden. Ich meine, okay, in echt ist das auch nicht anders. Guck mal, hier ist doch irgendwas. Oder was ist das für ein Gerät hier? Ja, aber forschen, dann brauchst du ja wieder Energie und so. Das ist ja auch blöd, wie viel du da verschwendest. Ja, stimmt auch wieder. Komm, dann verschwinden wir hier. So, soll ich irgendwie Gemisch einsammeln? Brauchen wir, oh, ne? Letztendlich. Klar. Gut. Gemisch. Das war doch irgendwo hier vorne. Guck mal, ich sammle auf jeden Fall nochmal Luft ein. Beziehungsweise Sauerstoff. Na, nicht genug. Na gut. Können wir das. Guck mal, wenn das so halb an der Kanone hängt, dann kann ich es leider nicht drauf tun. Na, das ist schade. Natürlich jetzt ordentlich am Gemisch einsammeln. Ja, kann ich ordentlich Dinger bauen. Na, ich habe keine Energie mehr. Ich auch nicht, deswegen habe ich aufgehört. Ich habe gerade schon Angst bekommen, dass mein Rucksack wieder nicht auflädt. Ey, das wert war sie. Boah, das wäre ein Super-GAU. Das wäre wieder Super-GAU, ohne Scheiß. Das hätte dann keinen Spaß mehr gemacht. Ey. Ich meine, kann jederzeit passieren, ne, dass irgendwie mal sowas in die Richtung. Ich hoffe nicht. Das wäre blöd, aber ja. Boah, der lädt im Dunkeln echt langsam auf, ne? Ja, keine Sonne. Logisch. Ja. So, Gemisch brauchen wir noch ein bisschen, ne? Komm, noch ein bisschen Gemisch. Keine Energy. Komm, nur ein bisschen. Ich brauche nur ein bisschen Gemisch, damit der scheiß Ball fertig ist. Ja, jetzt kommt ja die Sonne, geht jetzt flotter. So, jetzt habe ich's. Pass auf, ich mache jetzt ein paar Verbindungen. Dann kann ich dir die geben. Guck mal, so Aluminium haben wir auch nicht, ne? Solarmodul. Wofür brauche ich mehrere Solarmodule? Können wir mehr bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe 2 Stück. Genau. Ja, mehr geht doch nicht, oder? Ich glaube nicht. Ey, hier ist schon wieder eine Höhle im Berg. Ich glaub's nicht. Mensch, ich mach mal ein paar Verbindungen. Oh. So. Die Verbindungen sind fertig. Du machst einfach ein Loch einfach in den Berg rein, ne? Klar. Gräber, ey. Hört sich an wie ein Wespennest, ey. Oh! Oh mein Gott! Scheiße, ey.
Oh, das ist doch Alu mit Sicherheit hier. Oh, das, guck mal, das ist Sauerstoff. Da brauchen wir gar nicht irgendwie was großartig an Verbindungen machen. Kann ich einfach hier einsammeln. Das ist kein Alu, das ist ja Läbsch, Mann. Wo kriegt man die Scheiße denn? Ja, das wird kein Sauerstoff. Ja, lass mir auch nichts über oder so. Ich bin ja immer sticken, Alter. Ich muss wieder hoch. Wo ist das Ding denn? Hier vorne oder was? Ja, aber so hoch. Ach, ja, bau einfach hier einen Graben hoch, Alter. So. Schneller! Ja, mach doch selber was, ey. Meine Energie ist leer, Junge. Ich hab nur 20%, Mann. Ja, mach doch mal hier selber einen Weg, Alter. Ich kann nicht alles bauen hier. Muss doch selber drauf kommen, dir mal so einen Weg zu bauen, ey. Alter. Ich denk schon mal, was wartet der, Junge? Boah, Schneesturm halt draußen, ey. Boah. Oh mein Gott. Guck mal, der hält sich echt um was von. Also, was heißt Schneesturm? Sandsturm hier draußen. What the fuck? Lebst du noch oder warum kriechst du da rum, Alter? Hä, hey, ich stehe hier ganz normal. Wie kriechst du durch die Gegend? Ich boah, ich muss vom Stein erschlagen, Mann! Nein, ehrlich? Eiskalt vom Stein erschlagen, ich glaub's nicht. Scheiße, wir brechen mal die Expedition hier ab, ich kehr zurück, Alter. Ja, dann bring meine Sachen mit, wenn das geht. Oh mein Gott, das geht nicht. Mein Wagen ist voll, hätte ich schon fast gesagt. Nein, ich bin voll, Alter, ich muss zurück. Ich kann hier auch nur ganz langsam gehen hier aufgrund des Sturms. Ich wurde einfach vom Stein erschlagen, der da runterkam vom Wind, ne? Denk ich mir auch, was soll der Quatsch? Scheiße, das ist blöd. Können wir mal safen. Hier mal eine Pause machen. Boah, das Spiel ist schon geil, ey. Ja, macht Fun, auf jeden Fall. Ist natürlich, der No Man's Sky hat da was verpasst, ey. Oh ja. Man konnte das, glaube ich, auch zwar so abbauen, so in Boden rein und so. Aber ich glaube nicht so, ich glaube nur da, wo man auch wirklich abbauen sollte oder irgendwie sowas, ne? War da. Ja. So, bist du jetzt hier vorne, oder? Da stehst du doch. Krass. Können wir jetzt hier absafen? Erschlagen wurde ich, glaubst du das? So, ich save auch mal, wenn ich darf. Na klar. Gut, ja. Das war's dann heute, ja, mit der Folge. Spielen wir beim nächsten Mal weiter, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.